PBS. Es sieht so aus, als könnten wir bei PBS keine Zeitschrift öffnen, ohne zu lesen, wie toll The Sopranos ist. Oh, es ist so innovativ. Oh, so revolutionär, der Liebling der Kritiker. Bravo, HBO hat es wieder geschafft. Und was kriegen wir für unsere 4000 Stunden Nova? Einen Dreck, null, gar nichts. Aber ihr könnt uns mal alle. Wir ziehen unsere Samthandschuhe aus und langen mal richtig hin. Diesen Herbst gibt es die Tenöre. Sempre un amabile, leggiandro di suo, in pianto, in riso e menzogniero. La donna è mobile, guardi un malvento, muto d'agento, pensiero. Ein ungeschönter Blick in die gewalttätige Welt der professionellen Oper. Es war Eis auf der Bühne, was? Ich schwitze wie ein Bär um die Eier. Luciano, sieh dir das an, dieses Arschloch. Ich dachte, inzwischen hätte der Schweinepriester Bocelli kapiert, dass er aus New Jersey verschwinden soll. Also, der Typ hatte wirklich Nerven. Dieses Mal kriegen wir den verdammten Penner kein Pardon. Blinder W***. Wenn ich so viele CDs wie er verkaufen könnte, würde ich mir die Augen mit einem Bleistift ausstechen. Ja, ohne Scheiß. Hey, lasst mir den blöden Arsch, ja? Lasst ihn mir, 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 lasst ihn mir. Das war gut. Warum Oper? Warum Oper? Aber ich hatte doch gar nicht die Wahl. Sehen Sie, mein Vater war Opernsänger, sein Vater war Opernsänger. Keiner hat gefragt, was ich wollte. Aber was hätten Sie lieber getan? Sehen Sie, ich war ein sehr sensibles Kind. Ich hätte zum Beispiel Tierarzt werden können. Irgendwas mit Tiereinschläfern, irgendwas in dieser Art. Hauptsache, ich hätte entschieden. Können Sie sich vorstellen, weshalb der Tod Sie so fasziniert? Aber großer Gott, was sollen alle diese verdammten Fragen? Vaffanculo! Na los, geben Sie mir schon mein Prozac, okay? Machen Sie schon! Das Ganze das führt doch nirgendwo hin. Geben Sie mir meine Drogen! Hast du die Psychiaterin gebügelt? Hast du mit dem Priester gebügelt? Hast du deine Geliebte geknallt? Hast du mit dem Postboten gerammelt? Hast du das Kindermädchen gepimpert? Hast du mit dem Poolreiniger gepoppt? Ich wünsche mir doch nur, dass wir eine glückliche, zufriedene Familie aber sind. Aber das will ich doch auch. Schenk mir doch etwas Liebe. Oh. Hey, Ma, hier ist Lulu. Geh und verreck. Siehst du, ich hab hier ein paar hübsche Blumen für dich. Geh und verreck. Eine Zobelstuller, wie du sie dir gewünscht hast. Geh und verreck. Oh, und dann hier ein goldenes Armband mit dem Wort Miststück in einkarätigen Diamanten. Das kannst du da lassen. Ich liebe dich, Mama. Geh und verreck. Dann bis nächsten Dienstag. Ah. Okay. Gute Nacht, Mr. Bocelli. Einen sicheren Heimweg. Nur keine Sorgen, meinetwegen. Gott steht immer auf der Seite der Blinden und der Hilflosen. Gib das her, du Verfluchter! Komm her, du! Aber was gibt es denn? Es gibt einen letzten Schlussapplaus, du blinder Penner! Warum? Was habe ich getan? Was er getan hat, will er wissen. Pass mal auf. Erstens hast du auf Popsänger gelernt und nicht auf Opernsänger. Wer hat das gesagt? Wer hat es gesagt? Und deine Technik ist fehlerhaft. Dich hört doch kein Mensch mehr über einen vollen Scheiß-Sinfonieorchester. Wer hat da geredet? Das war ich! Mach ihn fertig! Brich ihm sein blindes Ohr! Wer hat das gemacht? Und du solltest dir mal selber zuhören. Oh. Dann wirst du merken, wie falsch du singst. Moment! Wessen Fuß war das gerade? Auf Wiedersehen, Bocelli! I'm to say goodbye! Die Tenöre auf PBS. Jetzt kriegen wir vielleicht auch mal einen Emmy.